eine Summe sollte für wohltätige Zwecke sein, und da hat er drin geschrieben, aber nicht für jüdische Zwecke, sondern für gute Zwecke in der Allgemeinheit. Und da sagten die, was uns fehlt, ist ein Heim für uneheliche Kinder. Und das hat mit Religion überhaupt nichts zu tun, sondern auch Mütter, die unverheiratet geblieben sind, die müssen auch ein Heim haben. Und da waren sich die vier Beratenden einig, und daraus wurde also die Krautheimer Krippe. Also das war doch damals eine Katastrophe, eine unverheiratete Mutter zu sein. Und da fanden sie, diese Frauen müssen Stütze haben. Und da durften sie die Kinder in der Krippe abgeben. Und da wurden sie verpflegt und großgezogen, bis zu einem Jahr. Und ich habe Säuglingspflege gelernt dort. Das war quasi Tradition, dass Mädchen aus sogenannten Puttenhaus Säuglingspflege lernen sollten. Und ich bin groß geworden in erster Linie mit dem Friedelandmann. Wenn Sie wissen, wer das ist, Frederick nennt er sich heute. Ja. In New York. Und es ist sein Bruder Georg, der heute 90 wird. Und die Landmanns wohnten auch in der Hornschuhpromenade, aber mit dem Eingang von der Nürnberger Straße. Und dann hieß es häufig, Lotte, du sollst rübergehen zu deinen Vettern und auf die aufpassen. Ich war ja die Ältere. Und der Einzige, der im Alter passte, war also Friedel. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Das sind zwei Großvettern, die im Haus nebenan wohnten, Merzbacher. Mit denen war ich viel zusammen. Und die haben sehr stark auf das Jüdische gehalten. Und wenn jüdische Feiertage waren, hat man mich dort platziert, damit ich es lernen sollte. Denn zu Hause wurde nichts gehalten. Ja, Weihnachten. Und dadurch, dass alle Konfessionen vorhanden waren, hat es dann nie irgendwelchen Streit gegeben. Wir hatten ein evangelisches Kindermädchen, die die Liebe von uns Kindern war. Und die uns, wir sollten Abendgebet lernen. Und da brachte sie uns das Vaterunser bei, aber ließ alles streichen, was mit Christentum zu tun hatte. Gestrichen war der Heilige Geist und Christus. Sonst war es genau das Gleiche, die 10 Gebote. Und ich habe Aufsehen erregt, als ich in meine erste jüdische Religionsstunde kam, mit einer sehr fromm jüdischen Lehrerin. Und die erste Frage, die sie stellte, war an jede, was sagst du für Abendgebet? Worauf Lotte antwortete, das Vaterunser. War nicht sehr populär in der jüdischen Klasse. Ich hatte anscheinend eine ganz nette Sopranstimme. Und mein Traum war, Sängerin zu werden. Damals hat man noch nicht durchgehend Berufe erlernt, so wie das heute selbstverständlich ist. Oder Mädels brauchten keinen Beruf. Aber ich wollte absolut Sängerin werden. Und meine Mutter hat mir das Versprechen abgenommen, nicht dabei zu sein, wenn in der Schule gesungen wird, denn da verschreit man seine Stimme. Und
Das war übereingekommen mit der Schule und das ging ausgezeichnet. Ich bin aus leichtem Gesang zusammengesetzt gewesen. Operetten, Dissös-Sachen. Aber es war absolut nicht im Sinne meiner Mutter, die absolut eine Opernsängerin aus mir machen wollte. Es ging nicht. Und als ich nach hier kam, war das natürlich total aus. Bin als Laufmädchen gegangen. Hat mir nichts geschadet. Was mich berührt hat, das war der Grund, warum ich eigentlich aus der Schule genommen wurde, dass die Lehrerin wahnsinnig antisemitisch war. Und es hieß immer die linke Ecke da hinten, da saßen wir drei oder vier Mädels. Wir waren 9 Jüdinnen in der Klasse. Und dann hieß es immer die Mädels da hinten. Und ich habe mich, und auf der Straße wurde einem nachgerufen. In der Hornschuhpromenade, damals vor unserem Haus und dem von Merzbacher und drei Häuser, Sprechchöre, Schlag die Juden tot. Und das habe ich nachts geträumt. Und die Bilder sehe ich heute noch vor mir.